Ken und Ryu in eine Bar. Bestellen sich einen Zangief. Was ist ein Zangief? Das ist russischer Wodka. Mann, weißt du das nicht? Nein, Alter, weiß ich nicht. Was weißt du denn überhaupt? Ich weiß gar nichts, ey. Weiß ich nicht mehr, welches Spiel wir spielen. Ja, welches Spiel spielen wir denn? Weiß ich nicht, in Ryu Masters Universe 3 Gay Gas Hyper Turbo. Ach, halt's Maul. Meine Hand. Ryu, wir sind mal wieder 16, wir spielen mal mit Puppen dieses Mal. Weil das eigentliche Spiel können wir nämlich nicht wirklich, also spielen wir lieber mit Puppen. Du nicht, ich schon. Auch wenn ich meine Fäuste immer verliere. Ken und Ryu kommen nicht auf von ungefähr. Wir spielen dank Malte, der mir auf der Gamescom, ich weiß nicht, ob ich mal Aufruf damals gemacht hatte, auf jeden Fall hat er mir auf der Gamescom mir das Street Fighter 3 Third Impact, der dritte Impact, Super Second Edition New Generation. Wir gucken mal. Der zweite Ableger des dritten Teils für die Konsole. Genau. Ihr könnt uns gerne auf Wikipedia nachgucken. Wir gucken es uns gerade an, verstehen es auch nicht, was das bedeutet. Nichtsdestotrotz, Street Fighter 3, eine der mittleren Versionen. Wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen Versus. Ist die japanische Version auf der Dreamcast. Macht aber nichts, da kann man ja mal tüfteln. Und wir machen einfach ein paar Matches und wir machen das Standard-Match. Genau. Ken gegen Ryu. Wer will Ryu? Ja, ich nehme natürlich den Weißmann. Nimm ich den Rotmann? Ja. Let's take rank. Hier haben sie ja schon eingeführt das Super-System. Ja. Beim Zweier war das ja noch nicht, auch später, wenn ich mich nicht erinnere. Man kann einen von dreien aussuchen, was sie beim Vierer ja am Anfang nicht drin hatten, glaube ich. Das kam erst mit dem Super Street Fighter, da kommt man dann plötzlich einen zweiten, also verschiedene ja. Super und, ja, und du, Ultras aus. Ja, hat es halt nur einen. Und hier kannst du direkt vom Start weg verschiedene aussuchen und da wäre das der Zeichensprache ja, nicht mächtig Sinn. So, Knöpfe, ja. Genau, irgendwas aus, was einfach aussieht. Und das ganze Handicap-Gedöns. Ja, Handicap, ja. Nehmen wir mal doch klassisch München. Ja, München! Weil es gibt auch einen deutschen Charakter in diesem Spiel. Ja. Der kommt aber gleich erst. Ja. Und hier gibt's Bier. Ja, und wann? Was haben wir denn jetzt hier für ja, Fragen? Cool. Ja, das hat dieses Third Street Fighter 3 Edition. Das ist ganz komisch irgendwie. Ah! Und in der Version sind Ken und Ryu eigentlich die einzigen. Oh, ist fast kaputt gegangen. Ken und Ryu, die einzigsten Charaktere, die eigentlich den Street Fighter-Mensch kennt. Gut, außer jetzt abgesehen von dem Vierer, wo man auch vielleicht ein paar der anderen kennt. Und ich rede mir dann Wolf. Also Ken und Ryu, wer Street Fighter 2 kennt, wird nur die beiden kennen. Der Rest sind komische Figuren. Alles Neulinge. Die wir mal versuchen, vielleicht zu zeigen oder auch nicht. Ja, doch, hoffentlich. So viele sind es ja nun auch wieder nicht. Ja. Aber wer den Vierer gespielt hat, der kennt ja nun einige davon dann. Ja, Fireballs Bim. Geh doch hier mal mit deinen blöden Hadouken weg. Geh doch zu Hause. Du alte Ken. Ja, hier wird. Also, das Vierer ist mir beim Spielen aufgefallen. Das Vierer hat echt viel übernommen, was im Dreier schon drin war. Zum Beispiel ist ja unten diese super Leiste da. Wenn die ein bisschen schon hat, kann man schon bereits einen der normalen Specials mit dem Druck von zwei Tasten gleichzeitig eine Special-Version davon machen, wenn ich es hinkriege. Wenn du es hinkriegst. Ja, wenn du mich nicht vorher Blatt machst. Ah, verdammt. Jetzt hatte ich natürlich den falschen. Jetzt hätte ich natürlich hier den Shoryuken. Und nicht die Mörder-Hadouken. Ah, ich will doch nur diesen... Nein! Das ist meine Runde! Ja! Ah, das gibt's doch nicht! Also wenn man es hinkriegt, zweimal, also leicht oder mittel und schwer gleichzeitig zu drücken und dann den Special zu machen, verbraucht man ein bisschen was von der Leiste unten und dann kriegt man eine besondere Variante, was auch im Vierer drin ist, den wir jetzt kennen, und hier war das halt auch schon. Achso, an dieser Stelle Malte, du solltest mal dein Postfach leeren, damit dir der Cracky antworten kann. Also, du kriegst irgendwie ständig immer die Message, dass dein Postfach voll ist, wenn er dir eine Mail schreiben will. Das sind hier... Ja, Internas werden hier extern offiziell ganz wichtige Nachrichten geteilt. Komm mit dem. Oh, sag mal. Nein! Ja! Oh, Mann! Da ist er. Der wurde am Anfang so. Ken wird so gehasst im Street Fighter 4 am Anfang oder immer noch. Weil halt diesen. Auch hier diesen.
Ja, der ist aber auch overpowered, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, Shoryuken, dieser Cheater-Shoryuken. Ja, siehst du, ich mach die natürlich immer nur, wenn du im Boden. Ja gut, wenn man weiß, wie man den kontern kann, ist der, geht das wieder. Ja, wenn man weiß. Sowas weiß ich ja nicht. Nein? Nein! Was? Ja! Guck, mein Was? Meines... Was mit dem Zeh? Hast du mich erwischt? Da hat sich ein Zehennagel gelöst und jetzt so... hat mir die Achillesferse weggerissen und eine riesige Blutfontäne. Ja, so siehst du auch aus. Vom Zehennagel getroffen. Victory. Das war jetzt aber echt eine merkwürdige Hitbox. Gut, aber jetzt gehen wir mal zu dem, was uns hier wirklich interessiert, nämlich nicht ja, den kennen. Den Charakteren, die es gibt. Also, ich zähle jetzt mal auf die... Also, ich kenne nur Super Street Fighter 4. Die Arcade Edition kenne ich jetzt momentan nicht. Habe ich nicht gespielt. Dudley ist auf jeden Fall im Super Street Fighter 4 mit drin. Young dürfte, glaube ich, mit der Arcade-Version dazugekommen sein. Ibuki kam noch dazu und Alex ist mit der Super Edition auf jeden Fall noch dazu gekommen. Und ich würde mal sagen, willst du Hugo spielen oder soll ich Hugo nehmen? Ja, ich nehme den Hugo. Nimmst du Hugo? Oder möchtest du den Hugo? Nein, ich nehme den Hugo. Nimm du mal deine Elena. Ja, die fand ich cool. Die hat voll Beine, ey. Von der Beinqualität. Die hat ein bisschen was von dem, der im Zweier schon drin war, dieser Capoeira-Mann. Ja. Der DJ. Ja, ja. So, was nehmen wir jetzt für eine Stage? Vor allem, sie erinnert mich auch. Na gut. Naja, gut. Das ist Hugo der Deutsche. Necro erinnert mich jetzt ein bisschen mehr an, ne? Ganz typisch deutsch. Kennt man ja. So sehen wir ja alle aus. Ja, wir sind alle solche Hühnen. Mit schwarzen Haaren. Also, die Japaner, was die da geschluckt haben und als sie diese Charaktere entwickelt haben, das ist echt. Ja, das kann man aber auf. Ich will auch sowas davon abhaben. Davon willst du was abhaben? Ich weiß nicht. Guck mal, was auf für crazy Ideen man kommt. Au! Jawohl! Das ist quasi das Äquivalent zu Zangief in diesem Spiel halt, ne? Die haben sich gedacht, nehmen wir Zangief und. Ja, wobei ich Zangief dann irgendwie doch noch irgendwie agiler, also. Ja, gut, stimmt. Das Bier fast pinkelt da hinten in der Ecke. Das ist kaputt gegangen. Ja! Nein! Oh Mann, ich meine, ich habe jetzt hier so eine Vollpfeife als Finisher. Nein! War das dich? Ach ja, du liegst am Boden. Also war ich's, wo ich. Ja! Dieses riesen Krug da im Hintergrund. Die... Ja, aber guck mal, wie die auch da hinten alle am Jubeln sind. Ja, hier links ist der Bratwurststand übrigens. Bratwurst. Bratwurst. Very important, hier ist der Bratwurststand. Und hier auf der rechten Seite ist der Bierstand. Das Einzige, was die Japaner interessiert, ist Bratwurst und Bier. Und Sauerkraut. So, jetzt müssen wir mal... Es gab auch ein krasses Konto- oder Blocksystem. Das haben wir, glaube ich, auf Auto bestellt. Nein! Ja, trifft sogar noch. Was auf jeden Fall auch sagen muss, ich finde es extrem, auch noch heute, ist 98 kam es raus irgendwann so rum, es sieht auch noch heute cool aus. Ja, 97 kam, glaube ich, der Arcade-Automat und 98 dann die genau. Konsolenumsetzung. Und wer, jetzt bin ich tot. Egal. Wer trotzdem Bock hat, das sich zu holen und keine Lust hat, sich eine Dreamcast zu holen, ist ja auch als Street Fighter 3, Third Strike, blablabla, bla, bla, Wunder Edition, um Xbox Live Arcade und PlayStation Network auch zu haben. Also es ist geremaked worden wie das Zweier. Also alle die Sprites nochmal in schick HD gemacht, auch sehr cool. Und dann kann man sich das auch einpfeifen. Und wir nehmen jetzt auch mal den nächsten. Ich nehme Necro. Du wolltest Necro nehmen. Nee, ich wollte nicht Necro. Also, lass mich Necro. Ich bin nicht so Necro. Aber dieses Charakterdesign, das war halt irgendwie der Todesstoß für den, sagen wir mal, für den Massenmarkt. Nimm mal den Oro. Weil, so wie ich das jetzt mal so rausgelesen habe, auf der Evo, also den ganzen Pros, so Veranstaltungen, ist das Dreier halt sau krass beliebt. Ist es. Wir haben schon Bier. Gewesen, weil es halt doch sehr taktischer, sehr, sehr viel Spezialkram halt hat, ja. Weißt du, wo man sich reinsteigern kann und alles. Ja, das ist ja allgemein so eine. Weil du oben und unten blocken kannst und lauter so Faxen, also richtig. Was macht der? Da können die sich halt voll austoben. Ja, hier Oro mit einem Arm nur und irgendwie Necro mit irgendwie Sang. Der ist so ein bisschen Dalsim-mäßig lange Arme. Das wollte ich sagen, der erinnert mich sehr an Dalsim, also zumindest von den. Ja, man hat so viele Charaktere, wie gesagt, wirken als. Na, das waren super. Wirken wie so, ja nicht so wie Skin-Version. Also gesagt, haben sich, als hätten sich gesagt, na scheiße, wir können nicht jetzt schon wieder Dalsim und schon Lee und alle nehmen. Das kaufen die uns nicht ab. Also es ist natürlich immer so eine zweischneidige Sache. Du kannst auf der einen Seite nicht das Rad neu erfinden und irgendwie neue Charaktere. Ja gut, das macht man dann mit dem Vierer. Ja. Aber gleichzeitig wird es natürlich auch für die Leute, die dann sagen, oh, Dalsim fand ich geil, mit dem habe ich immer gespielt. Die kriegst du damit, ne? Ja.
So, das war die erste. Der erinnert mich so ein bisschen an Piccolo von Dragon Ball. Ja. Weil er grün ist. Nur weil ich grün bin! Weil er nur einen Arm hat. Achso, das. Hat er auch nur einen Arm? Ja, der hat sich irgendwann mal einen Arm. Den hat abgerissen, ne? Die Story krieg ich da auch gar nicht mehr raus. Nee, das ist das normale Dragon Ball, ne? Nicht ZZXYZKS. Ich glaube, das hat ein nice Set gemacht, aber. Jetzt. Ja, bist du da schon mal! Mann, meine Super machen nie so viel krass Damage wie bei dir. Was denn, gewinnst du jetzt gleich? Nicht ich? Nee, doch nicht. Nein, du gewinnst. Ja! Und was toll ist, ihr merkt vielleicht, dass die Aufnahme wahrscheinlich immer noch läuft. Ich glaube, es liegt an dem scheiß Antivirus. Ich habe nämlich deinstalliert. Also ja, der Netcow hat es hingekriegt. Ja, endlich. Wir können jetzt in Ruhe aufnehmen, ohne zu sagen, so, da sind wir jetzt wieder. Wir sind jetzt, also wir sind jetzt übrigens wieder da. Ja. Sondern ich kann nonstop Schwachsinn fahren. Bei dir. Ja, der hat Dalsim und hier Blanka gefressen, der Typ. Das ist so alles so Genexperimente. I choose you. Aber die Animationen sind auf jeden Fall damals schon cool gewesen. Ich meine, klar, das ist natürlich ein zeitloser Stil einfach, ne? Diese ganze Comic-Grafik, aber. Da. Ich krieg auch hier so einen coolen Super-Duper. Die beiden Dicken im Hintergrund. Aber was nicht so geil geht wie beim Vierer, ist dieses Circle, also Viertelkreis. Viertelkreis spammen und irgendwie Knopf drücken und dann die auszulösen. Nein! Haha, verdammt! Nein! Ja! Komm schon! Nee. Ja! Da hab ich mich um 180 Grad gedreht, mein Bein um die Arme. Oh Mann! Und da taucht auch eine Diva auf. Wie hieß die eigentlich? Obwohl, da steht der Name nicht drin, sondern es ist wieder auch japanisches Zeichen. Die Namen? Alter, du bist ja voller verrotten. Ja, und mein Charakter erst, ey. Und der Charakter erst, ne? Wie ist Effi? Effi, ja. Auch wieder sowas. Ich bin immer wieder, auch wenn ich sowas sehe, bei der Dreamcast fasziniert. Die hatten schon die ganzen. Gucken, Beipackzettelchen. Dream Points, wo jetzt die Leute ihre wunderbaren Payback-Punkte und Co. haben oder Sterne. Gab es damals auch schon die Dream Points, wo du in Japan dir tolle Punkte holen kannst und halt alles drin. Und überhaupt und tolle Beipackzettel, die in Japanisch keiner lesen kann. Und wir machen die können nicht einmal, mal in Japan welche Leute lesen. Wir machen einfach weiter. Ich glaube, wir machen einfach einen Charakter einfach mal gezogen. Ja, wen haben wir? Lass mal Yun gegen Yang machen. Das sind Yun gegen Yang? Ja, das sind der Zwillinge. Stimmt. Das ist dann jetzt der Kampf der Brüder. Wo hast du dieses Hintergrundwissen mehr? Als hättest du irgendwie Zugriff zu einer mystischen Kugel, die mir alles verrät. Die dir so Wissen vermitteln würde. Das ist Wahnsinn. So eine aus Puzzleteilen bestehende Kugel mit irgendwelchen kryptischen Symbolen. Jetzt lass aber mal eine andere Stage wählen. Wir müssen nicht schon wieder in München. Na gut, nochmal München. Wir zeigen nochmal München. Das ist ja der. Den Rest müsst ihr erleben. Ja. Das müsst ihr euch jetzt unbedingt kaufen auf eBay. Und nur um die ganzen anderen Stages sehen zu können. Wen spiele ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt gerade rechts wieder, ne? Ja. Ja, gut. Bam, ich bin Yang. Ha! Yun und Yang, gar keine unsubtile Anspielung auf irgendetwas. Ey, die beiden schunkelnden Biertypen im Hintergrund sind schon sauderreiß. Ja. Muss man aber lassen. Dadurch, dass sie irgendwie dieselbe Stage spielen, hat man auch Zugriff auf so coole Finessen im Hintergrund, die man dann plötzlich mal sehen kann. Ich mal so, was denn zu bannen, was du. Nein, nicht du! Ja! Los! Jawohl! Weißt du, wer Yun ist? Das ist der ausgewachsene aus Indiana Jones 2. Ach, hier, Shorty! Shorty, das ist Shorty! Das ist original Shorty in München! Und er hat sogar einen Zwilling gehabt. Du nennst ihn Dr. Jones! Ja! Wie sich Telefonbuch hat er sich unter die Füße geklemmt, um das Auto fahren zu können. Hallo, krieg ich doch mal Daumen! Nur dumm schwätzen. Ja, du darfst nichts für reden. Nein, ich will blocken. Jetzt will ich auch sowas Cooles machen. Der Komm. Tiger. Tiger. Hui. Autsch. Toasty. Ja, das war jetzt eine schnelle Runde. Ja. Ja, wir wollen ja auch was anderes als München zeigen. Ja. Deswegen. Deswegen, wir müssen jetzt mal. Auch wenn die beiden so schön am Schungeln sind. So hypnotisch. Ja, ist gut. Alter. Hat auch einen Arcade-Mode übrigens, aber das ist. Aber die unterscheiden sich eigentlich nicht. Nee. Sonderlich. Gab's auch für die PS2, wenn ich mich entsinne. Also nicht das, aber irgendeine andere Version davon. Kam bestimmt auch noch. Guck nicht wieder in deine Wundergugel. Stimmt, Alex. Wundergugel. Den hatten wir jetzt noch nicht. Die Ibuki hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oh, das kriegt, glaube ich, sehr hin. Die sind super. Okay. Na, ich gehe mal hier auf meinen Dudley. Dudley. Mit der Dudley bin ich. Mit der geilen Rose. Ah, verdammt, jetzt habe ich da irgendwas mit einem komischen Zeichen rausgeht. Ah! Also,
endlich mal eine andere Stadt. Moskau haben wir noch. Ja, wir haben viele. London, Hongkong, Tokio, New York, Hidden Shrine, Mount Fuji, Ägypten, Sao Paulo, San Francisco, Hongkong, Amazon, Nairobi, Kyoto, München und wir gehen einfach nach Moskau. Toll. Sind wir wieder in München? No! Nein! Ich zeig's meinen Hinweis, ja, Alex. Was die Russen in ihren Zügen transportieren. Ja, Oktopus und Dida. Nette Frau. Wir kämpfen jetzt um diese nette Dame im Hintergrund wahrscheinlich. Ja, bloß nicht. Ah, die Rose hat nicht getroffen. Ja, die kann ich immer treffen, Mann. Ach, ich will diese super Specials. Ja, du kannst ja. Jetzt hängt er hier wieder in den Seilen rum. Jetzt habe ich wieder alles aktiviert und weiß nicht, welchen ich geschaltet habe. Dreier, jetzt weiß ich nicht. Was aber ein bisschen gemein ist, du kannst ja deine Superleiste aufladen, ne? Ah, ich hab doch. Nein! Ja, wenn du schlägst, ne? Das ja, du brauchst nicht mal treffen. Alter, du bist ja fast auf Assi. Ah, wieso hattest du da Prio mit deinem Super? Weil ich superer bin als wie du. Nein! Oh. Ja, Beinfeger. Immer zum Schluss. Ja, assige Beinfeger von unten. Dann geht's ab. Bam. Oh, voll mit dem Knie, ey. Was mich ja mal interessieren würde, ist, welchen Charakter die Community denn so bevorzugt. Also, sollen wir mal einen Poll aufmachen, meinst du? Ja, na, brauchen wir nicht mal einen Poll machen. Die können ja jetzt einfach mal in die Kommentare. In die Kommentare oder in unseren Foren-Thread. Schreibt in den Kommentaren, zu welchen Charakteren ich einen Poll aufmachen kann, damit die. Ja. Damit wir es auch maximal kompliziert haben. Nein! Entchen! Töten! Nein! Ah! K.O. Oh, das Gesicht. Das heißt so viel wie K.O. Kennt sich einer da, der Ego Raptor hat so ein geiles Flash gemacht mit Dudley. Da ist so, Dudley ist so beim Fastfood-Laden, so an der Theke, am Counter. Und steht halt dann so eine alte Dame da oder sowas. Nee, Quatsch, er steht so an der Theke und will was bestellen. Da ist dann so eine alte Dame noch, die sich irgendwie vordrängt oder auch was bestellen will. Und dann macht er dann halt, der hat so einen Special Move, der nennt sich Counterpunch. Ich kann es mir vorstellen. Da siehst du nur noch, das ist so großartig, wie der dann. Ah! Weg! Hallo! Erzähl weiter! Ja, so, jetzt. Ich hing da ja auch gerade fassungslos rum. Ja, auf jeden Fall, dann steht er da und ist die alte Dame da und dann hat aus dem Nichts heraus kommt dann der Natalie dann irgendwie aus der Seite und so. Counterpunch! Und dann schlägt einfach die alte Frau dann da zur Seite. Mal gucken, ob ich auch irgendwie den Link von dem Flash unter die Seite, unter den Post packen kann oder irgendwo, worum er da stehen soll. Ja, der wird da jetzt einfach stehen. So, ich glaube, wir haben bald alle durch. Schon und Ibuki. Ja, ich bleib bei dem einen, das ist immer Viertelkreis passt. Wobei da mir jetzt wahrscheinlich irgendjemand sagen kann, dass die nicht Ibuki ausgesprochen wird, sondern da wird jetzt irgendein Buchstabe wieder verschluckt. Ikubi, man spricht rückwärts. Ikubi. Ganz Ikubi. Klar. So, jetzt wähle schon mal eine andere Stadt aus, bevor ich hier wieder... Such du eine aus. Nee, du, ich kann also nicht. Du sagst mir, welches ich nehmen soll. Ich sag Stopp. Stopp. München. Moskau. Warum hast du da nicht eine weitergemacht? Weil ich selber nicht hingeguckt habe. Ich habe einfach nur Stopp gedrückt. Bleu en bleu. Hier haben wir dann wieder einen Ryu-Ken-Verschnitt. Der aber irgendwie... Ja, aber der spielt saukrass anders. Aber der ist geil. Ja, der hat irgendwas, aber der ist auch doof. Der hat was, aber ist auch doof. Mo, was war das? Alter! Ja, die Hitleiste ist doch... so exponentiell zu klein in diesem Spiel. Musst du was kompensieren, oder? Ja, ey, doch. Kein Neck. Meiner ist zu groß, deswegen ist die Leiste so klein. So, willst du das hören, oder was? Brech dir das Genick, Mann! Nein! Ja! Nein! Bam! Hast du gesehen? Geh weg! Ja, weg. Komm! Ja, nein! Ja! Was ist geil, Leute! Das war nicht... Hörst du mal. Ey, das war jetzt geil, ey. Ich hab deinen Ultra weggeduckt und... Das Ding haben wir so aufgenommen. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte gerade einen Krampf im Daumen. Ja, ja, ja. Ey, das läuft so krass im Hintergrund auf dem Fernseher während meiner Beerdigung. Meine größten Momente. Das wird auf deinem Grabstein stehen. Ja, so als GIF. Warum hat eigentlich noch keiner GIFs auf Grabstein erfunden? Wir haben jetzt gerade die Folge. Warum ist jetzt meine Superleiste eigentlich schon wieder länger? Ja, weil du sie nicht verbrauchst. Weil ich dich mit den Gedanken für animierten Bildern auf den... Hallo. Jogging-Modus, oder was? Ja, ich bin halt so...
Ich bin halt so lahm, ich mach so. Die Pille sind so bescheuert. Typisch Engländer. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir alle. Hatten Alex schon den OO und den Urien. Den Urin hatten wir schon. Den Urien, Entschuldigung. Ja. Verspreche. Na. Ja, komm, eins machen wir noch. Ja. Und dann kann ich auch nicht mehr. Dann kannst du was trinken. Ja, dann kannst du was trinken. Dann kannst du ein bisschen Urin trinken. Ich nehme mal Urin, der hat schon, komm. So, ich reiße das Niveau der Videos so in den Keller, das geht gar nicht. Ist, kann man sehr noch aufheben, das ist so bleiern schwer da unten. Dann machen wir jetzt hier ein Mirror Match. Oh Gott, Double Urin. So, jetzt aber nochmal zum Schluss nochmal. Wenn man hinguckt, der hat das Dreamcast, die Dreamcast-Spirale im Nairobi. Nairobi. Du musst kannst du auch. Du hast gerade dein Handicap runtergesetzt. Verdammt, ich kann es nicht ändern. Nairobi, möchtest du? Ja. Nee. Deswegen bin ich so schlecht. Mein Handicap unten ist. Deine hat sich gar nicht transformiert oder was? Nee. Deine ist schon instant. Ich bin mein ich hab Körper aus Stahl. Oh! Hallo, das wollte ich machen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich wollte dich greifen. So. Bam. Bamsen. Die Charaktere gefallen mir nicht richtig. Also die sind zwar ganz lustig, aber gut, man ist gewöhnt, ne? Man ist halt, zwei Ryuken, Blanka gib mir und. Ich muss jetzt sagen, ich fand die aus dem Vierer auch nicht alle so pralle. Ja, ich krieg's mir, ich bin hier. Und konnte. Nice! Ja, so zum krassen Move hat er hier. Nein! Du musst einen Schlag treffen! Nein, das langt doch! Yeah! Das langt, warum langt das denn? Der Finger. Holy! Stage-Änderung! Nice! Wow! Das gibt's auch wieder im Arcade. In der Super Street Fighter Super Arcade hast du nicht Kelly, der Guts Edition. Sollten mehr Spiele haben, meiner Meinung nach. Ja, so Stage-Wandel. Ja. Na gut, bei Soul Calibur gab es das doch auch, oder? Bei Soul Calibur, nein. Nee, bei Dead or Alive war das, genau. Door. Und Open the Door. Open the Door. Bam. Welches war das noch hier? Das Steuerkreuz tut mir so krass wie teilweise, wenn man da so rumrudelt, dass es nicht so abgerundet ist. Ich war gerade verwirrt, dass du die Kugel abgeschossen hast und dass du halt super gestartet hast. Ja, komm, wir schießen beide sinnlos in die Luft. Und ich mach meinen Ankommen. Boah, der Chip-Damage ist auch ein Witz. Nein! Yes! Das ist gut. Ja, damit enden wir dieses Video mit seinen grandiosen... Na komm, du nein, Quatsch. Nein, das war so. Ja, Super Saiyajin. Alter, was ist mit dem? He's on fire. Ja, das soll es mal gewesen sein zu... Hier kann man es besser drauf lesen. Ist natürlich auch hier drauf abgebildet. Hier passiert nichts, aber hier kann man es besser lesen. Street Fighter 3 Second Impact. Man kann nämlich auswählen, so gehen von dieser tollen Version, ja, ob man First Impact oder Second Impact auswählen will. Quasi. Also eine Double Compilation Disc. Ja. Danke Malte nochmal. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du mir das Spiel geschenkt hast. Finde ich super, es macht auf jeden Fall Spaß. Mit bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal gezockt mit den anderen und leer dein Postfach. Genau. Sonst kommt der Rio. Ja. Und abrucken. Tschüss.